Schön, dass Sie und dass ihr alle hier seid. Schön, dass es jetzt endlich auch einen Grünen Waldkongress gibt. Ich möchte gar nicht erzählen, wie lange wir darüber nachgedacht haben, einen solchen zu veranstalten. Aber es ist schon ein paar Jahre her. Und jetzt haben wir ihn endlich. Er ist ehrenamtlich organisiert. Mein Name ist Jutta Felte. Ich bin Mitkoordinatorin mit Gregor Kaiser zusammen der AG Wald. Und wir freuen uns, dass es endlich geklappt hat. Wir freuen uns auf Streit. Niemand kann so wunderbar streiten wie Förster und Waldbesitzerinnen. Das schaffen wir noch nicht mal in der Politik. Wir freuen uns auf Ihre und eure Mitwirkung. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es ist, also als wir überlegt haben, einen Waldkongress zu machen, ging es vor allen Dingen darum zu schauen, wie kann eine grüne Position zum Thema Wald für die kommenden 5 bis 10 Jahre aussehen. Das war zum Ende letzten Jahres. Da sah die Situation in unseren Wäldern noch anders aus, als sie jetzt ist. Und mittlerweile spielt sich ja vielfach ein Drama ab, aus unterschiedlichsten Gründen. Da werden wir sicherlich noch vielfach drüber diskutieren. Mir ist es vor allen Dingen auch ein Anliegen, weil wir ja hier in Nordrhein-Westfalen sind, das Land mit einem sehr hohen Privatwaldanteil, dass die Privatwaldbesitzer und deren Engagement, deren Arbeit mit in die Überlegungen einfließen, wie grüne Waldpolitik in Zukunft sein soll, um einen Zukunftswald zu entwickeln, einen Zukunftswald zu gestalten, der aus den Fehlern der Vergangenheit lernt und ganz besonders wichtig, den Klimawandel berücksichtigt. Klimawandel zu bekämpfen ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir werden vielfach noch darüber diskutieren. Ich freue mich, dass so viele Referenten und Referentinnen zugesagt haben. Wir werden nicht alle im Einzelnen begrüßen und wollen auch gar nicht viel reden, sondern geben jetzt gleich an den KV Recklinghausen weiter. Aber Jutta. Genau. Eine kurze organisatorische Anmerkung. Wir wollen natürlich nicht nur mit Expertinnen sprechen, sondern wir wollen, dass Sie und ihr euch auch in diese Diskussion einbringen könnt. Denn diskutiert wird über den Wald endlich extrem viel. Vielleicht Gutes, vielleicht Schlechtes. Es gibt sehr unterschiedliche Positionen. Ihr werdet sie im Laufe dieser 1,5 Tage alle kennenlernen. Wenn ihr Fragen habt und glaubt, ich komme sowieso nie ans Saalmikrofon, da vorne liegen Zettel aus, da könnt ihr euch einschreiben, könnt ihr sagen, hier die und die Frage oder die und die Anmerkung, die liegt darum, die möchte ich, dass die aufgeführt wird oder gefragt wird und so weiter und dann in diesen Kasten stecken, damit wir das in der Moderation berücksichtigen können. Wir werden aber natürlich gleich auch durchs Publikum gehen. Und jetzt Bühne frei für Harald Klingelbiel.